Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr wisst Bescheid, wir sind am Start. Wir reagieren auf Rap LaRue Finale, Bring in the Money, Rap LaRue Kapitel 2 von 8. Ihr wisst Bescheid, wir sind am Start, kommt vorbei auf Twitch, denn da reagieren wir sofort drauf. Es ist hier, ihr seht es gerade, die Folge kam vor 4 Stunden online. Wir sind live auf Twitch, wir haben es gerade 22 Uhr, deswegen kommt gerne vorbei. Erster Link, klickt auf das Herz. Wir gehen rein, Abfahrt. Rap LaRue 2. Bewirbt euch jetzt unter www.rap-la-rue.de. Alle liken und Abo dalassen, so sieht's aus. Und wir grüßen heute in der Folge Jason1711 oder 17.11. So. Okay. Folge 2. Bring in the money. Einfach, ich krieg Ninjago-Vibes von dieser Stimme. Folge 2. Bring in the money. Was geht ab, Leute? Seid ihr gut drauf? Ewa, ewa, ewa. Okay, die meisten von euch sind gut drauf, aber zwei von euch werden wahrscheinlich nicht so gut drauf sein. Ihr wisst ja, wir haben gestern Abend schon erklärt, ihr müsst gleich los in die Stadt und als... Chat, passt es mit der Lautstärke, sonst... Ja, ich habe auf 98. Ich kann noch, bin noch ein bisschen lauter machen. Deutsche Straßenmusiker quasi in Marokko, in Marrakesch, Geld machen. Es wurde gesagt, dass wir betteln müssen. Da habe ich kurz gedacht, betteln, aber betteln. Ja, auf Straße betteln. Und der am Ende des Tages das meiste Geld nach Hause bringt, seine Truppe hat gewonnen. Antreten werden Haaland gegen JU. Ja. Ich hoffe, ihr habt euch schon eine kleine Strategie überlegt, Hallo. Wie ihr am meisten Geld macht. Hallo. Weil merkt euch eine Sache, ihr habt die Verantwortung über euer Team. Verkackt ihr, verkackt euer Team. Mhm. Ja? Das ist hart, das stimmt. Wir wünschen euch viel Glück, ihr habt 2 Stunden in der Stadt von Marrakesch. Es ist alles erlaubt, ihr könnt strippen. Digga, ab nach Marrakesch, holt das Cash nach Hause. Ich sag euch ehrlich, Haaland oder JU, ich hab da keinen Favoriten. Wirklich, ich bin euch ehrlich, ich finde, das ist ausgeglichen. Das ist 50-50. Das ist ausgeglichen. Mich erwartet jetzt alles. Rappen, tanzen, machen, was ihr wollt. Sammelt Kohle, okay? Es kann alles passieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Und bevor wir losgehen, will noch einer im Pool springen? Ich spring gleich. Jotti! Ja. Wer hat Eier? Wer hat Eier? Wer geht rein? Malat! Ewa, Elo, Elo sieht! Oh! Ja. Ewa! Auf geht's rein, rein, rein im Pool, Leute! Rein, wer hat Eier? Rein! Was denkst du, wer das machen wird, wenn du dich entscheiden müsstest? Boah, ich glaube, JU würde das machen. Vielleicht wird er auch so ein bisschen, weil ich glaube, der kann vielleicht so was Orientalisches, vielleicht so, ich weiß es nicht, so ein bisschen was Arabisches machen, beattechnisch. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, JU sagen. Was mit diesem Körper? Ah. Hey. Was mit diesem Körper? Emma! Ich mach alles außer zu tanzen. Er soll Pantomime. Er soll mach Pantomime. Ja. Kannst du Pantomime? Ja. Zeig. Der soll einfach echt Hasch verkaufen. Ja, mach das. Ey, Amino, darf der Hasch verkaufen? Ja? Ja, mein Gott, mach das. Und jetzt singt dabei?
Nein, ohne Sing, Pantomime reden. Ich hab mein Pass verloren, mein Geldbeutel. Nein, Bruder, sei ehrlich zu dir. Natürlich, Bruder. Die sind schon zwei Wochen. Ich hab meinen Pass verloren. Ich wollte gerade sagen, mit Ehrlichkeit. Ich komm mit Ehrlichkeit auch nirgendwo. Genau, mit Ehrlichkeit gewinnst du. Mit Ehrlichkeit, Liebe. Und Sympathie. Sympathie. Fleiß. Niemals. Und das Allerwichtigste ist, Bruder, das ist unser Stadion hier. Genau. Heimspiel. Heute werden Enkel trinkt mit Nein. Bruder, einfach, ich gehe in Livestream auf einmal, der beleidigt. Hat er dich beleidigt? Ja, egal. Egal. Wenn die deinen Humor, wenn die keinen Humor verstehen. Hör mal zu, ja. Wenn du siehst, Leute gehen einkaufen, trag ihre Sachen. Ja. Trag die Sachen. Und dann mach am Ende einfach nur so. Ja, als ob du kein Deutsch. Genau. So. Das ist Baba. Trag die Sachen von den Leuten. Mann, siehst stark, du, denkst du aber nur stark. Leute, die reich aussehen. Das ist Baba. Du hast was zu tun. Hör zu! FC Alter! Schule! Alter! Schule! Alter! Schule! Alter! Schule! Alter! Schule! Wir sind alte Schule! Dich! Du, raus! Du, raus! Ey! Ey! Weißt du was? Diese Show, die ihr gemacht habt, ne? Eigentlich wollten wir jetzt auch machen, aber das zeigt nur, dass ihr Angst habt. Ja, weil scheiß der drauf, Bell, der beißt nicht. Ihr beißt nicht. Ich wollte noch mal. Einfach ganz eingefallen, deswegen. Wir sind in Marokko. Und passt auf, wenn ihr euren Hut auf den Boden legt, damit die Leute Geld reinwerfen. Passt auf, dass euch niemand das Geld wieder rausklaut. Ja? Ich wünsche euch viel Spaß, Jungs. Ja. Jetzt geht's los. Guck mal, ich verlasse mich einfach auf meine Joker und wenn nicht. Ich hab dir zwei Äpfel und Birnen gegeben, ne? Ein Apfel und eine Birne. Ja. Wie viel hast du noch? Zwei Äpfel. Und? Gar nichts. Lüg nicht. Walla, ich nehm nichts mit davon. Nur eins. Ey, nimmst du Musikbots mit? Niemals, Bruder. Bruder. Wie sollen wir denn Musik machen, Bruder? Bruder, ich sag. Die Leute hier, die geben niemals. Ey, ihr seid so unangenehm, weißt du das? Ich überlege gerade, wie ich vorgehen würde. Wie man da vorgeht. Ja. Kleberig. Guck mal, wo die uns. Vorne, wie die aufnehmen, Bruder. Oh mein Gott. Vorne, wo sind wir hier? Wir haben uns auseinandergenommen. Wir sind geliefert. Bruder. Wir sind geliefert. Bruder. Müssen die als Challenge Geld sammeln? Ja. Bruder, ich bin glücklich, wenn ich jetzt 50 Cent kriege, mein Bruder. Bruder, ich bin glücklich, wenn ich alles, was ich habe, da noch behalte. Ja. Ne? Ja. Eigentlich ist nur Ziel, nicht Minus zu gehen. Ja. Fallen. Wie fühlt ihr euch, Jungs? Das ist ein Scherz, Bruder, die Frage. Mein Bruder hat. Viel Glück, mein Bruder. Aber warte, ich muss mir vorher mal eine Sache. Ich muss so aussehen wie die hier. Ey, was soll das heißen? Ich schwör's dir ganz kurz, ne? Dieser Hocker, ne, habe ich auch in der Türkei, ne, findest du die auch? Bruder, das sieht vielleicht so unbequem aus, aber nichts ist so bequem wie dieser Hocker. You werdest Haaland, das Duell. Die besten Gespräche kommen mit diesem Hocker zustande. Hello, are you good? 1 Euro? Das ist so gemütlich, der Stuhl, ja. Hello. Hello? No? Tomorrow? Okay. Der macht seinen Song an? Haaland, wir machen auf korrekt. Ein Lied du, ein Lied ich. City Karthago, ne? Dalla, da kommt was.
Walla, da kommt was. Hallo! Walla, die hat mich so gefickt. Hallo, you got kein Dirham? No? Tomorrow? Okay. Die sind noch sehr, sehr schüchtern, man merkt es. Bruder, du hättest einen Ilo in diese Challenge schicken müssen. Der wäre mit seinen Haaren abgegangen. Der hätte aus denen allen eine Meerjungfrau gemacht. Oh! Hast du was zu essen? You have 1 euro? I don't have, wallah. Achso, der will essen von Walla, ihm. Ich muss Geld kriegen, er fragt mich nach Geld. Also wenn du die nach Geld fragst, wallah, armselig. Wallah, niemals, Bruder. Das kann ich nicht, Bruder. Museum? Egal, wenigstens wir haben Streams dazu. Haaland. Ist gut? Museum? Ja. Bien. Ju, was soll das? Willst du dir jetzt wirklich noch Geld fragen? Nein, meine Grüße. Aber warte, willst du dir wirklich noch Geld fragen? Nein, niemals. Ich hab keinen Charme. Aber wen soll ich denn fragen? Niemals. Bruder, jetzt, Ju, da sind diese Kinder. Ju kann jetzt irgendwas von seinem Text rappen und die becken den irgendwie. Oder irgend so einen marokkanischen Hit. Er singt oder irgendwas macht er und die Kinder machen irgendwie mit. Der bindet die da so mit ein. Ist schwer, ich weiß, aber nutzt die Kinder aus. Einfach Kinderarbeit. Oh, thank you, brother. Wallah. Wallah, einfach so. Ha! Hat er das bekommen? Bruder, ich weiß nicht, was es ist, aber auf jeden Fall ist was. 1-0, Cousin. 1-0, Cousin. Von wem? Lala, Chuya. Nein, no, Brother. Hier. Yes. I kiss your heart from my heart. Ewa. By Allah, Pimba. Thank you. Wie viel hast du? Bruder. Drei. Ja, la, la. Thank you. Hä? Ich schwör's dir, das ist die Geschäftsidee. Was geht ab, Bro? Walla, ich hab ihm seinen Fünfer zurückgegeben. Du nimmst von kleinen Kindern Geld, Bruder. Was für kleinen Kindern, genau, Bruder? Ich hab von einem erwachsenen Mann gegeben. Wie viel hast du? Hä? Wie viel hast du? 4. Hä? Ich hab 4. 5, Walla. Nein, ich bei hab... Allah, ich hab 5. Bei Allah, ich hab 5. Nein, ich will nur gucken. Nein. Nein. Hallo? Do you have a little bit... Fisch. Hallo? You have a little bit money? Boah, er lacht mich einfach aus. Junge, er versucht irgendwie wenigstens zu tanzen und so ein bisschen irgendwas. Er sitzt, isst einen Apfel und fragt nach Geld. Habibi. Oh, thank you. Walla, einfach Brille. Ey, und du? Das zählt nicht, Bruder. Natürlich. Ey, das zählt nicht. Natürlich. Einfach Sonnenbrille, Bruder. Ich hab ne Idee, Bruder. Ich muss kurz meinen Drink holen aus dem Auto, Bruder. Aber. Bro, sind da nicht irgendwo in der Gegend? Ich denk mir gerade, okay, wenn Sammys Team mich hier abgelassen hat, muss doch bestimmt irgendwas in der Nähe sein, womit ich Musik machen kann. Ich würde diese Läden abklappern und gucken, ob irgendwas da ist, womit man so Musik machen kann. Bro, sogar wenn da einfach nur. Hier, warte. Wenn da einfach nur so ein Ding ist, würde ich das nehmen. Und ich würde irgendwas nehmen, womit man so Sounds machen kann, so trommeln kann. Wisst ihr sowas hier? Ich würde so irgendwas nehmen und irgendwas so versuchen, Musik zu spielen. Ein Vorteil hat es mit den Obst. Ich kann jetzt selber essen, ja? Auch schmackotastisch. Die müssen sich umgucken. 2 Stöcke dazu, ja. Voilà.
Was ist das? Einfach irgendwelche Gangmitglied ist aufgetaucht. Bei ihm einfach, er hat Fantreffen organisiert. Was denn bei ihm? Da kommen die ersten Harakets. Du weißt, was passiert, wenn ihr was? Ersten Harakets. Hier erwischt wird. Ich muss die Polizei holen. Schade, ja. Ich will das Geld gar nicht. Ich will gar nicht gewinnen. Ich glaube, wenn ich noch gewinnen sollte, wird es so kommen. Aber es wird schwer. Haaland hat gut vorgelegt, aber ich habe hier meine neuen Füße. Die standen hinter mir die ganze Zeit. Ja. Abbruch. Ja? 2 Stunden später. Guck mal, ich sag mal so, ich verstehe den Typen, der hat ja irgendwie recht, ohne Drehgenehmigung das Ganze zu machen. Aber warum interessiert dich das? Warum kratzt dich das? Warum nervt dich das? Wenn ich da Leute sehe, wo ich mir denke, die haben bestimmt keine Drehgenehmigung, gehe ich doch nicht dahin. Lass die doch deren Ding machen, die sind jung, ist ein Format. Also solche Menschen gibt es einfach überall auf der Welt. Jungs. Was ist da eben passiert? Ey, wow, was geht ab? Hallo. Was ist mit der Challenge? Hallo. Bitte, Bruder, ja. Wir müssen, Bruder. Ja. Walla, lass mal später Hose machen. Walla, bitte gib mir einfach einen Mittagsschlaf für 2 Stunden. Ich bin fit. Was ist denn passiert, Jo? Bruder, Komplikationen, ja. Wir waren auf fremdem Terrain. Auswärtsspiel. Die Heimfans waren nicht zufrieden, Bruder, mit der Aufstellung, mit der Startelf und haben sich beschwert. Aber, Bruder, ist es auch irgendwo verständlich, wenn wir zu irgendjemandem gehen, Bruder? Mit einem kaputten Leibchen. Ja, Bruder, hat. Auswechselbank. War gutes Aufgebot. Guter Kader, Bruder, aber. Manchmal ist die 4-4-2 offensiv besser, wenn man 4-4-2 defensiv hat. Okay. Nein, das war's. Mann, Challenge enttäuschend. Challenge war enttäuschend. So eine geile Aufgabenstellung. Eine geile Challenge. Umsetzung war wirklich ungenügend. Aber das ist nicht deren Schuld, sondern das ist die Schuld von dem Typen. Hätten die noch ein bisschen mehr Zeit, wer weiß, was da auch noch gekommen wäre. Sehr enttäuschend, ja. Von Haaland, glaube ich, wäre nichts mehr gekommen, gar nichts. Ich glaube, der Bruder hätte einfach nur seinen Apfel gegessen und zum nächsten gegriffen. Aber ich glaube, JU hätte noch irgendwas gemacht mit den Kids. Vielleicht hätte der da so irgendwie so ein Kinderlied oder so rausgepackt, ich weiß nicht. Aber ja, enttäuschende Challenge. Schade. So, Jungs, kommt einmal zu uns. Ja, dann zu mir. Schade, Bro, hab mehr erhofft, ja. Also, Tag 2, Challenge 2. Bring the money. Haaland, was hast du für dein Team erbracht? Oh shit, okay. Komm her. Warte. Da steht 5 drauf, oder? 5 kannst du, oder? Ja, aber. 6, pass auf, ich mach jetzt mit 5er. Pass auf, es gibt Unterschied in 2er und 1er Münzen. Mhm. Das sind 20. Tschüss. Nicht schlecht, ja.
Digga, Haaland hat fürs Apfelessen trotzdem gut bekommen. 25 Dirham, Bruder. 25 Dirham hast du, oder? Ich hätte gar keinen Dirham gemacht. Okay. Für einen Apfel. Ja. So wie wir den JU kennen. 12 Kilo mit Klamotten. Aber dafür 28 Dirham. Das heißt, du kannst dein Team einmal nehmen. Wie viel Euro sind 28 Dirham? Und sich verabschieden. Glückwunsch. Überlebt. 7 Euro. Ja, 7 Euro. Stabil. 7 Euro sind 7 Euro. Ja. Damit hätte ich mir, ich weiß nicht mal, ob es den noch gibt, damals, als man noch jünger war, den King des Monats geholt. Glückwunsch. Dankeschön. Überlebt. Überlebt. Ja? Glückwunsch. Dankeschön. Glückwunsch. Danke, Brüder. Danke, Brüder. Glückwunsch. Jetzt wird's heikel. Ich glaube, das ist, die Gruppe ist, glaube ich, so, hier sind mehr Hype-Künstler als die Gruppe. Ich weiß nicht mehr, wer bei der anderen Gruppe war. Ich glaube, das ist die stärkere Gruppe. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ja, aber du hast hier schon alleine Amen, Amo, Haaland. Doch, Digga, du hast hier so starke Namen. Danke. Jetzt kannst du nicht laufen. Let's go, jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los. Loslegen. Wer denkst du ist mit wem zusammen? Sind das du's? Digga, wir sind wieder in so einer Situation wegen 3 Dirham. Du's? Oder Sandra. Boah, okay, muss ich du's. Boah, ich hab überhaupt keine Ahnung. Ich würde denken, Haaland und Amo. Ilo und Amen. Pade und Gio vielleicht, aber Shorty und Kauter, der Style passt gar nicht. Oder? Ich hab dein Bestes gegeben. Bruder, es liegt wirklich nicht an dir, ne? Aber Bruder, es zieht schon. Du hast 2 Fliegen raus? So Nerven, so. 0 von 4, richtig, perfekt. Gruppe, 2-mal verloren. Aber wer würde denn mit wem machen wollen? Nur so, hypothetisch. Ich mach mit Gio, ich hab mit dem Scheiß. Oder nicht? Ja, eigentlich können wir machen. Wir haben ein Brett auf jeden Fall. Das ist eine geile Gruppe. Gio, ich hab mit dem Scheiß. Oder nicht? Ja, eigentlich können wir machen. Wir haben ein Brett auf jeden Fall. Also, wir haben einen liegen. Wir könnten aber auch einen neuen machen. Ja, ey, Coutinho. Machen wir. Okay. Aber Wanda, das ist... Amen und Kauta. Da, wo die Liebe hinführt. Das geht so nicht, wenn man dann... Ich hab jetzt noch keinen Song. Wer hat noch keinen Song von euch miteinander? Shorty. Ich hab auch noch keinen Song, aber der meinte, der hat doch einen. Ich hab einen Song, aber der zweite Part nicht gefällt. Gut, also ich hab auf jeden Fall noch keinen Song. Jetzt mach ich mit Shorty jetzt. Pada Shorty. So nicht. Easy, umso weniger müssen wir aufnehmen. Ja. Wer fickt deinen Kopf mehr als du selber? Keiner. Also. Deswegen chillen wir auch uns. Deswegen erstmal Vorarbeit. 100%. Guck mal, ey Bruder, was jetzt meine Frage ist, ne? Sollen wir sicher mit alles flauschig gehen, Bruder? Oder sollen wir noch ein... Safe. Alles flauschig. 1,5 Stunden. Also wenn es jetzt wirklich diese Zweierkonstellationen sind, ne? Ist jeder Rauswurf hart. Also so richtig hart. Beine wie Drake. Ich habe das mitbekommen, aber ich schwöre dir auf alles. Ob du es glaubst oder nicht. Alles heavy! Die Trizeps und so. Starke Mann. Boah, ich weiß nicht. Für mich sympathischste Gruppe. Ich weiß nicht, was ihr sagt. Also, alle sympathisch. Alle wirklich. Aber diese zwei. Ich will, dass die einen guten Song haben. Ne, ich schwöre. Frag mich nicht, warum. Ich will, dass die zwei einen guten Song haben. Bitte, Jungs. Dann würde ich die ersten einmal zu Mike bitten. Oh, die starten sogar! Alles flauschig, verrat durch Narkotik, drei
sicher, ich bin Striker wie Timber. Mein Achimutter sagte eins, Teil mit Brüder wird kein Egoist. Du bist nur die Eins, solange jeder weiß, wo Nemo ist. Shinichiko Do will die Millen bin in Not. Gibbets ficken meine Träume, doch heute sind sie mir zu groß. Du bist nur die Eins, bis man weiß, wo Nemo ist. Stark. Mein Achimutter sagte eins, Teil mit Brüder wird kein Egoist. Du bist nur die Eins, solange jeder weiß, wo Nemo ist. Shinichiko Do will die Millen bin in Not. Gibbets ficken meine Träume, doch heute sind sie mir zu groß. Gibson bist der Arte mit, Hasch, Tabak und Gras bemischt. Warte, pump noch immer, Chabos wissen, wer der Babo ist. Kein Frühstücksbuffet, doch wir sind paar Saftpresser. Haschmecker, Ewa will an die Spitze wie Dachdecker. Black Beast, so wie Chibo, Ligue 1, Dribblung, Samir Nasri, OM Trikot. Salam, Salam und dann Adios, Adios. Henna, Shepard, wie Subwoofer in dein Radio. Ich bleib noch. Bruder, das. Schöne Vergleiche von Amo, schöne Vergleiche. Salam und dann Adios, Adios, Henna, Shepard, wie Subwoofer in dein Radio. Ich bleib noch immer mit meinem Kamerad. Bin ich eine Ikone aller Trisegett. Harakat, pack in die Kiste für dein Ballermann. Fallen aus der Richtung meines Memleket. Gelbe Scheine in der Geldklammer, viele Hoodies machen hier Profit. Weil mich heute der Pelz warm macht, auf flauschig, Nikla Bullis. Geldklammer, Pelz warm macht. Profit. Weil mich heute der Pelz warm macht, auf flauschig, Nikla Bullis. Alles flauschig, Parra durch Narkotik. Drei Beine, als wäre ich in Tschernobyl. Mantel rausgeht, Maschkalzi, Plan Papa. Treff sicher, ich bin Striker. Ich schwöre, ich hatte es in meinen Gedanken. Ich hab's nicht ausgesprochen, weil ich hab gesagt, warte bitte noch. Und als Amo sein Part hatte, dachte ich mir, ah Bruder, der Beat ist so geil. Warum wechselt ihr euch hier nicht ab? Und dann haben die das in der Hook gemacht. Ich wollte es kritisieren, ne? Ich hab noch gewartet. Und die machen das jetzt hier. Macht auf flauschig, Nikla Bullis. Alles flauschig. Fahrrad durch Narkotik. Drei Beine, als wäre ich in Tschernobyl. Mantel rausgeht. Maschkalzi, Plan Papa. Treff sicher, ich bin Striker wie Dem Baba. Alles flauschig. Ey, yo, Bruder, was geht ab? Alles flauschig. Phantom, mein zweiter Camouflage. Alles flauschig. Alles flauschig. Dio Montana, Sahbe. Komm! Adriano, OWL wie Chicago. Lauf hier mit Patron. 6 Milli scharf, keine Warnung. Achtung, Team RLR sind im Krieg wie die NATO. Bunker dein Arsch, weil Gangs wollen dein Dahab. Kein langes Reden, ich hab Blei in der Kammer. Einfache Schläge, du schreist nicht, du jammerst. Fast life, ich hab Kreide im Bagage. Dae, dae, din Yachain. Weil diese Welt ist verrät. Boah, Bruder, gar keinen Bock auf Stopp zu drücken. Geile Beat-Auswahl. Hook bleibt direkt im Kopf, dieses alles flauschig. Und dann kommt Amo rein, wieder alles flauschig. Sehr schöne Hookstruktur. Amos Part hat mir gefallen, Gio startet gut rein. Puh, was willst du hier kritisieren? Reden, ich hab Blei in der Kammer. Einfache Schläge, du schreist nicht, du jammerst. Fast life, ich hab Kreide im Bagage. Dae, dae, din Yachain. Weil diese Welt ist verräterisch. Alemann, Martin, Frankreich, Paris. Nachricht ins Gefängnis über Jab oder Teletext. Gelbe Scheine in der Geldklammer. Viele Hoodies machen hier Profit. Weil mich heute der Pelz warm macht, auf flauschig, Nikla Bullis. Und wisst ihr, was man hier merkt nochmal? Das ist mir jetzt so in den Sinn gekommen. Amo, gute Lyrics, gute Reime. Gio, gute Lyrics, gute Reime. Das ist auch wieder Sammys Verdienst. Weil er, ich habe ja auf die Bewerbungen mit ihm sozusagen reagiert. Und als er die Bewerbungen abgecheckt hat, hat er sehr viel Wert darauf gelegt. Und so, zahlt sich aus. Profit. Weil mich heute der Pelz warm macht, auf flauschig, Nikla Bullis. Alles flauschig. Fahrrad durch Narkotik. Drei Beine, als wäre ich in Tschernobyl. Mantel rausgeht. Maschkalzi, Plan Papa. Treff sicher, ich bin Striker wie Dem Baba. Alles flauschig. Ey, yo, Bruder, was geht ab? Alles flauschig. Phantom, mein zweiter Camouflage. Alles flauschig. Alles flauschig. Gio hat zwar nur dieses alles flauschig, aber er macht das tief. Und Amo kommt dann mit den Lines in einer höheren Stimme. Schöner Stimmkontrast. Schön, wie die sich hier einen Schlagabtausch geben. Und alles flauschig, weil das immer wieder kommt, aber nicht zu oft, weil dazwischendurch Amos Lines sind, hat ein Ohrwurm-Effekt gelandet. Ist eine geile Hook, ich bin euch ehrlich. Ist eine geile Hook, schöne Sache. Ist ein Ohrwurm. Gelbe Scheine in der Geldklammer, viele Hoodies machen hier Profit. Weil mich heute der Pelz warm macht, auf flauschig, Nikla Bullis. Schön. Boah, ich hab so gehofft, dass die nicht patzen oder enttäuschen, ne? Sehr schön, Jungs. Ich bin stolz auf euch, ja? Gerade euch beide. Ich sag euch ehrlich, ich hab euch dick in mein Herz geschlossen. Und für mich seid ihr die Eins, was Entwicklung angeht. Ich erinnere mich noch, so von der Anfangszeit bis jetzt, ihr habt echt was aus euch gemacht. Was sagt ihr von 10? 7,5 bis 8, 7, 8, 8, 7,5 bis 8. Ich bin da voll bei euch.
bin ich voll bei euch. 7,5 bis 8, 8 sage ich, ja. Und war ein super Song. Ja. 8 von 10, ja, Mann. Song stabil, Flows. Liebe auch, ne, FRH für die Follows hier. Könnt jetzt auf das Herz klicken, kostenlosen Follow dalassen. Dann verewigt ihr euch auch in der RLR-Folge, damit ihr Bescheid wisst. Geil, Jungs. Nice Reime. Ich fand vor allen Dingen die Pre-Hook sehr, sehr geil. Also allgemein der Song war sehr, sehr rund. Ich finde persönlich, es war jetzt kein Hit. So, es bleibt mir wahrscheinlich nicht tagelang im Kopf, aber alles optimal eigentlich, alles super. Alles flauschig. Ich kann dazu nur sagen, flauschig, Alter. Ganz chill. Aber ich finde echt krass, Alter, wie ihr harmoniert habt, Alter. Ihr habt geil zusammengepasst, finde ich. Und dieses Abwechseln war geil. Weiter so, alles flauschig, Alter. Flauschig. Okay, dann würde ich einmal die Nächsten ans Mikrofon bitten. Aber er hat es perfekt gesagt. Kein Hit, aber starker Song. Guter Song, ja. Okay, wir müssen dann sagen, wer am schlechtesten war, ne? Okay, Pada Shorty, das kann auch wieder krass kommen. Die waren ja auch auf, wie hieß nochmal deren Song von der Runde 3? Wie hieß der Song nochmal? Sabado, genau. Der war auch gut. Manchmal bin ich einfach blind vor Zorn. Boah, wie laut. Hab von damals so viel mitgenommen. Hab mich selbst und fast den Sinn verloren. Hoff, bis morgen bin ich nicht erfroren. 3, 2. Licht erscheinen durch die Augen, die schon viel zu viel gesehen haben. Flaschen stapeln sich zu Hause, weil du's mir so vorgelebt hast. Und mich immer am Betäuben, hau mit Fäusten gegen die Wände. Schreie Schein durch die Räume, kann auch deine nicht vergessen. Oh, die haben einen deepen Beat gemacht. Die haben ein. Ist das ein deeper Song? Ich hoffe, der Beat geht noch in eine bewegliche Richtung, aber meistens reicht die Songrichtung schon aus, um sagen zu können, ob jemand weiter ist. Weil aggressiv und bewegliche Beats sind oft einfach krasser als deepe Beats, auch wenn du da irgendwie was machst. Muss aber nichts heißen, ja. Der geht kaputt und Depression, wenn jeden Tag nur mehr schrei mir die Kehle wund, mir fehlt die Luft, das Atmen fällt mir schwer und mich verloren und drück den letzten Gibbet ins Glas und such mich in den Lichtern der Stadt. Alles, was ich mache, geht kaputt und ich rum, mir fehlt die Luft zum Atmen. Vielleicht war das Leben gegen uns, ich dreh mich um, sonst drehen wir uns nur im Kreis. Bin zu lang schon verloren, bin zu lang bist du. Boah. Ehrlich, tut weh. Tut weh. Ich höre natürlich noch weiter, aber wenn ein Künstler was macht, was nicht mal so 60% von ihm deckt. Ich lass mich treiben, such einen Sinn. Schau in den Spiegel, doch anscheinend weiß ich noch nicht mal, wer ich bin. Sag mir, woher. Soll ich wissen, dass ich nicht allein bin? Oh, sag mir, woher. Wieso kannst du mich nicht entscheiden? Oh, sag, wieso kennst du meinen Namen nicht? Und ich kenne nicht mal deinen. So unendlich viele Fragen kann das Gefühl nicht mal beschreiben. Sag mir, wer ich bin, wenn ich deinen Namen nicht mal. Alles, was ich mache, geht kaputt. Um mich rum, mir fehlt die Luft zum Atmen. Es ist nicht schlecht, ne? Es ist wirklich nicht schlecht. Aber es passt irgendwie gerade nicht. Und weißt du, was auch richtig ausschlaggebend ist? Dass so ein Amo und so ein Gio gerade reinkamen und alles flauschig und da irgendwie was gebrettert haben. Und der Song danach tut wirklich nicht gut, so, weißt du?
Und die Atmosphäre passt auch irgendwie nicht. So Tageslicht und bei Nacht zum Beispiel wäre das viel cooler gekommen. So eine andere Kulisse vielleicht. Ja. Vielleicht war das Leben gegen uns. Dreh mich um, sonst drehen wir uns nur im Kreis. Wisst ihr, warum die winken? Die sagen, ihr seid raus. Deswegen winken die. Die sagen einfach raus mit euch. Alles, was ich mache, geht kaputt. Um mich rum, mir fehlt die Luft zum Atmen. Vielleicht war das. Haaland denkt sich so: Ja, Mann, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft. Leben gegen uns, ich dreh mich um, sonst drehen wir uns nur im Kreis. Ido denkt so: Ja, Mann, nächste Episode, ich bin weiter. Gio. Gio hört im Hintergrund Haftbefehl. Ey, ich wollte es gerade sagen, entweder kommt es mir so vor, dass sich da der Song in die Länge zieht, oder der Song ist wirklich lang. Wie oft kam die Hook? Ja. Stark, Leute, stark. Ey, dieser Song, also es ist ein wunderschöner Song, Leute. Ich finde besonders, wie ihr geil harmoniert zusammen so und der Kontrast von euren beiden Stimmen wirklich, wirklich nice auf diesem Song. Was sagt ihr von 10? So, ich sag euch ehrlich, Shorty hat diesen so auf Trap Beats und so, das kann sie gut. Ich fand ihre, was war das nochmal, Runde 1 oder 2? Auf jeden Fall eines der beiden Runden fand ich echt gut von ihr. Und Pada ist ein Monster und das war irgendwie ein Beat? Für beide nicht. Warum haben die den Beat ausgesucht? Das war für beide nicht deren bester Beat. Die hätten sowas wie Sabado machen müssen und dann, Bruder, das wäre abgegangen. 4, 5, 6, 4, 4, 6,5, 2,5, 3, 1, 3, 4, 3, 4, 5,5. Ja, außen vor gelassen, ging der Song schon fit. Bin ich im Mittelfeld, aber wenn ich Gio und Amo eine 8 gegeben habe, kann ich denen keine. Ja, ich gebe denen so eine 5 bis 5. Ne, 5, sage ich. Und ich freue mich auch mal. Ist ein anderer Style hier. So ein bisschen Pop-Disney-mäßig so. Hat mir sehr gefallen, ja? Ja. Also ich muss ganz klar, letzte Runde hat Pada super Lorbeeren geerntet. Mhm. Auch gestern das Battle hast du super bewältigt. Mhm. Aber diesmal gehen meine Lorbeeren an Shorty. Ich bin echt überraschend, positiv überrascht von deinem Part. Das hört sich positiv überrascht wie Corona-Tests. Sehr, sehr erwachsen an. Und ich sag dir ehrlich, ich erwische mich immer an einem Punkt, wo ich mir denke, ihr seid so krasse Künstler geworden. Ihr habt alle so eine heftige Entwicklung gemacht. Wenn ich rückblickend eure Songs von der ersten Runde höre und jetzt euer Niveau höre, dann denke ich mir, Digga, was soll ich da bewerten? Mhm. So, die machten alle bessere Songs, als ich jemals könnte, so, verstehst du? Die sind alle so gut und super Song, super Leistung. Mhm. Dankeschön. Ey, ich finde gerade diese Klassikmusik, muss kurz sagen, ne, so während die Jury redet, wird das ja nochmal mit so Klassikmusik unterstrichen. Sowas finde ich richtig schön. Also ich weiß nicht, wer hier cuttet und so. Aber sehr professionell, sehr, sehr professionell. Ich kann mich auf jeden Fall nur anschließen, Alter. Was ich noch sagen kann, aber Bruder, mir hat es andersrum gefallen. Mir hat der Pada mehr gefallen, ein bisschen. Aber. Hätte ich auch gesagt. Weiß nicht, Alter, vielleicht ist es nicht hier so. Hätte ich auch gesagt. Ich fand auch Pada besser. Wen fandet ihr besser? Ich. Ich fand Pada auch einen Ticken besser. Weil er auch die eine Stelle in der Hook hat mir gefallen mit seiner Stimme. Pada, 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 kein, beide gleich, okay? Der Baum im Hintergrund. ...gewesen oder nicht dein Beat oder keine Ahnung. Aber so ist es bei mir. Ich hab mich halt, also mir hat der Pada ein bisschen mehr gefallen. Ein negativer Punkt bei diesem... Gio war der Beste hier, ja, ja.
Also jetzt bei der Performance, ne? Ein Song von euch war halt, dass ihr zu lange gebraucht habt. Die Challenge war eigentlich festgesetzt, zu einer bestimmten Uhrzeit fertig zu sein. Und hier sind wir am nächsten Tag. Ja. Aber ich bin vorbeigekommen in die Villa und habe euch ein bisschen mit dem Songwriting und ein bisschen mit dem Beat und so geholfen. Weil wir unter Zeitdruck waren, ehrlich gesagt. Und dafür kriegt ihr auf jeden Fall einen kleinen Minuspunkt. Ey, es hat Bock gemacht. Nochmal was? Weil wir unter Zeitdruck waren, okay, ehrlich gesagt. Und dafür kriegt ihr auf jeden Fall einen kleinen Minuspunkt. Ey, es hat Bock gemacht. Ey, ich war gerne dabei, auf jeden Fall. Und lasst euch davon nicht unterkriegen, der Song war trotzdem eine 10 von 10. Auf jeden Fall. Nein, Junge! Okay. Amen und Kauter, egal, heißt der Song. Okay. Mir war's egal. Mein Herz ist so tief, ich spür kein Puls, lass mich nicht fallen. Ich glaube, die Kombi, auf die alle gewartet haben, bei Rap Larüso, ne? Du warst in einem Käfig gefangen, ich zerschlug ihn und nahm dich dann fest an die Hand. Damit du Engel noch weiter fliegen kannst, hab ich auf meinem Weg meine Flügel verbrannt. Ich merk, meine Seele tut weh, denn seien wir doch ehrlich, wir sind beide nicht frei. Die Straßen waren leer, keine Ahnung wohin, aber war scheißegal, denn wir waren zu zweit. Und Allah, sag, wo bist du? Sie ist bei einem anderen Mann. Mir fehlt die Luft, wer schützt, so spur zurück von Anfang an. Bruder, was ein Beat einfach ausmachen kann. Was ein Beat ausmachen kann, das startet schon mal gut rein. Nochmal zurück. Wohin aber war scheißegal, denn wir waren zu zweit. Und Allah, sag, wo bist du? Sie ist bei einem anderen Mann. Mir fehlt die Luft, wer schützt, so spur zurück von Anfang an. Und immer wenn der Mond scheint, werden die Stimmen laut. Keine Gefühle, na, dein letzter Tanz, komm, nimm's in Grau. Mit all deinen Tränen, da fühlst du ein Meer. Sag bitte nie wieder, dass du mich liebst. Auch deine Kindheit war ziemlich schwer. Du fühlst dich alleine, das hast du verdient. Seh dein Name auf dem Display, draußen ist kalt. Ich komm nicht klar, ich drück dich weg. Oder das zeigt einen wirklich diese Stimmkontrolle von Eamon, wie er manchmal dann in die Höhe geht. Dadurch wirkt der Song irgendwie nochmal authentischer. Der kann das einfach mit der Stimme spielen. Mehr, sag bitte Gefühle na, dein letzter Tanz, komm, nimm's in Grau. Mit all deinen Tränen, da fühlst du ein Meer. Sag bitte nie wieder, dass du mich liebst. Auch deine Kindheit war ziemlich schwer. Du fühlst dich alleine, das hast du verdient. Seh dein Name auf dem Display, draußen ist kalt. Ich komm nicht klar, ich drück dich weg. Ich hab's gesagt, ich werd ein Star. Sag dem Dämon, ich komm nicht back. Okay. Dir war's egal. Mein Herz ist tot, ich spür kein Puls, lass mich nicht fallen. Nimm noch einen Zug, weil lass die Welt flieg Richtung All. Gefühle taub, mein Kopf ist aus, dir war's egal, mir war's egal, dir war's egal. 3, 2, 3, 2! Mein Herz ist tot, ich spür kein Puls, lass mich nicht fallen. Nimm noch einen Zug, weil lass die Welt flieg Richtung All. Gefühle taub, mein Kopf ist aus, dir war's egal. Ich hab niemals gedacht, dass ich das, was ich liebe, auch hassen kann. Irgendwie wirkt es so an. Bruder, das, was die zwei gemacht haben hier, ne? Das war schon geil mit dem Abwechseln. Das machen nicht viele. Aber das Gleichzeitige, was die hier gemacht haben, das können nur die Besten. Weil das geht meistens so in die Hose, wenn man beide gleichzeitig hört. Vor allem hohe Stimme und tiefe Stimme. Aber wie geil kamen die bitte? Sorry, nochmal. Boah, die haben einen Hit gemacht. Ich sehe es jetzt schon, das wird auseinandergenommen werden. Die haben einen Hit gemacht, ne? Krass. Von den beiden hat man wirklich erwartet, weil Eamon Runde 1, tote Jungs, Eamon Runde 2, geil, Eamon von der Gosse, Bruder, der hat abgeliefert, Kauter hat abgeliefert, Safi, den zweiten Song habe ich nicht mehr ganz im Kopf, aber auch abgeliefert. Zwei Rappler-Rü-Stars. Und zusammen haben die nochmal eine Schippe draufgelegt. Stark. Dir war das die Welt, flieg Richtung All. Gefühle taub, mein Kopf ist aus,
dir war's egal. Sag. Dir war's egal. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das, was ich liebe, auch hassen kann. Irgendwie wirkt es so anders. Was hat unser Schicksal nur angetan? Ich fahr nachts in die Stadt, sag, kennst du diesen Platz? Ich war nur nie am Tag da, was hab ich mir nur gedacht, sag, warum ging ich ran, auch wenn es mir so weh tat? Platz mit uns ist lange schon verloren. Nein, du hast keinen Plan. Ruf mich nicht mehr an, du hast gewonnen. Komm zurück, sag wann. Ich kenn dich nicht mehr, ich hab's geschworen. Nur ein fremder Mann. Huhuhu, die Stimmkontrolle. Komm zurück, sag wann. Ich kenn dich nicht mehr, ich hab's geschworen. Nur ein fremder Mann. Nicht mehr als ein fremder Mann. Nicht mehr als ein fremder Mann. Mein Herz hat lange nicht gelacht, weil es gebrochen ist. Und mein Kopf kommt nicht mehr klar. Ich will nicht ohne dich. Ich seh dir zu viel in die Augen, doch seh nix. Das, was jetzt dunkel ist, war mal Licht. Jede Lücke von... Bruder, das war... Was ist das? Was haben die gemacht? Nicht nur die Hook, sondern die Parts sind auch gut. Die Parts sind auch gut. Eamons Wechsel haben mir gut gefallen, aber ich hätte niemals gedacht, dass Kauter solche Wechsel jetzt performt. Dass sie solche Wechsel performt, weil bei ihren Songs sind eher, die zwei Songs waren so eher, ja, auf einem, eher so auf einem Tempo, sag ich mal, eine Struktur, aber hier, wie sie zu dem Flow übergeht, zurück zu dem Flow springt und dann wieder darüber geht. Ich seh's nicht mehr. Mein Herz hat lange nicht... Achte mal hier auf die Betonung. Ah, die beiden sind schon süß. Ah, die sind süß. Bruder, die Gio Montana und Amo, die Armen, die sind traurig jetzt. Aber die sind trotzdem auch sympathisch. Die haben komplett losgelassen. Kein Puls, lass mich nicht fallen. Nimm noch einen Zug, verlass die Welt, flieg Richtung All. Gefühle taub, mein Kopf ist aus dir, was egal, mir was egal, dir was egal. Ilo denkt sich, ich bin eh nicht raus, die werden rausfliegen. Boah, soll ich euch was sagen? Der Song ist eine finale Performance. Das ist eine finale Performance. Nicht 2 von 8, der Song hätte ist 8 von 8, Folge 8 von 8 tauglich. Boah, stark. An beide. Ich gehe davon aus, dass ihr die Reaction sehen werdet. Respekt geht daraus an Eamon und Kauter. Liebe, liebe Grüße. Ihr habt's wirklich gerissen. Und ihr könnt es auch, meiner Meinung nach, den Weg raus schaffen. So, als etablierte Künstler. Safe. Krass. Chat, ich brauche jetzt eine ehrliche Meinung. Von 10, was sagt ihr? Was sagt ihr von 10? 9, 9, 9, 9,5, 9,5, 9, 9, 9, 9, 10, 10, ohne viel reden, 10, 9, 9. Boah, noch nie war der Chat. Der Chat ist so kritisch, ne? Der ist schlimmer als ich. 8,5, 8, 9, 9. Boah, ich muss denen. Es ist ein Love Song. Es ist ein Love Song, aber es ist bisher der beste Love Song dieses Jahr, den ich gehört habe. Und ich gebe den. Boah, ich gebe selten. Ich sag 8,5 bis 9 kriegt der. So. Hey, ich sag euch ganz ehrlich, Performance war böse. Also ihr habt geil zusammen, sagt ihr geil aus für mich. Und der Song an sich, was soll ich sagen, Alter, ey, ich habe Gänsehaut bekommen. Schön. Meine Gänsehaut hat sich aufgebaut und ist immer noch da, Alter. Ich sag euch ehrlich, krass, Alter. Schöner Song dabei. Ja, Leute, was soll ich sagen? Fand ich okay. Spaß. ihr seid Stars auf jeden Fall. Ihr habt sehr geil performt. Der Song ist wirklich ein Ohrwurm. Was soll ich sagen? Einfach geil. Bruder, das ist einfach Rap heutzutage. An die ganzen Newcomer, diese diepe Schiene und die diepen Beats und ich mach mal ein Piano-Beat, das hört keiner mehr. Also wirklich, das hören noch welche, ja, aber wenn du wirklich erfolgreich sein willst, ist es schwer.
Die haben mäßig was Deepes gemacht, Love Song technisch, die haben was gemacht. Aber achtet mal auf die Songrichtungen. Ja. Tun's sie alle. Amen, du hast mich überrascht, Cousin, ja? Was machst du auf diesen Song, Cousin, ja? Also ey, ich bin positiv überrascht. Ich hab dich immer so eingeschätzt irgendwo. Und immer, wenn ich dich höre, weil nach jedem Auftritt setzt du deine Messlatte noch höher. Ja. Und noch höher. Ja. Und ich denke mir, Safi, er ist am Limit angekommen und dann setzt du deine Messlatte noch höher. Schön gesagt. Super harmoniert, Kauter, super Einstieg. Perfekt. Ich weiß nicht, ich habe sogar Schmetterlinge irgendwo bekommen. Ja, die sind übergeschwappt zu mir. Ja? Respekt für eure Leistung, habt ihr super gemacht. Bitte einmal die Nächsten nach vorne, bitte. Boah, was eine... Also... Geile Folge wegen dem Song. Und Amo und Gio Song war auch geil. Okay, ich bin gespannt. Haaland, Ilo, Puff Puff. Best Caramel, Andale, Araren, Quada, Civil, Plaka, Vig im Appartement. Chat, spoilert mich nicht, wobei ihr könnt auch trollen, macht was ihr wollt, aber spoilert trotzdem nicht. Ich will nur wissen, kriegen wir die Entscheidung heute in der Episode oder in der nächsten Episode? Das will ich nur wissen. Kriegen wir sie heute? Ja, heute. Boah, Bruder, liebe Sammy, dass du das nicht irgendwie als Cliffhanger machst. Und dann in die nächste Folge reinpackst. Haaland zieht mit Zalamo. Ich fahr wie Zalando. Und mein Freund rückt bei Bella Pistola. Verteilt die Kugel aus eigener Hälfte wie Alamo. Da sie will. Plaka wie im Appartement. Haaland zieht mit Zalamo. Ich fahr wie Zalando. Und mein Freund rückt bei Bella Pistola. Verteilt die Kugel aus eigener Hälfte wie Pep Guardiola. Immer okay. Bereit in der Umhängetasche. Umhänge hasse. Bin Johann so wie Piranha. Möchte Hinatan der Entourage. Haalands Einstieg war geil. Ey, Haalands Einstieg war geil. Okay, das war die Hook. Boah, beide waren in der Kopfstimme. Hat mir aber gefallen, als Elo in die Kopfstimme gegangen ist. Bei Haaland kenne ich das. Kenne ich das schon öfter gehört. Hat gepasst. Doch ich paff paff fest mit mir selbst in der Garage. Bunker Hasch habe Krieg mit mir selbst. Elo erinnert mich an Rasa. Bruder, wo hast du den denn rausgepackt, den Vergleich? U-Bot ist mein Spiegelbild, der den Krieg gewinnt. Von der Gendarmerie nicht gekatscht. Bin Johann so wie Piranha, möchte Hinata in der Entourage. Bin Johann so wie Piranha, möchte Hinata in der Entourage. Puff, 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 klopf auf die Brust, pat, 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 pat. Gut. Bin wieder so klack, 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 klatsch. Mumpot, vergesse, was gestern war. Dadurch, dass der Beat so diese hohen Frequenzen hat, passt es, dass die auch so hoch gehen. Das passt. Wäre das so ein tieferer Beat, hätte das nicht so gepasst. Aber hier passt es voll. Ich weiß nicht, was es ist im Beat. Ist es der Triangle? Frag mich nicht, aber dadurch passt es voll. Vergesse, dann war. Doch, auch gut. Auch gut. Ich muss sagen, sind wir einer Meinung, wenn ich sage, oder immer macht ihr eure eigene Reihenfolge. Ich mache jetzt meine Reihenfolge. Heute Amen Kauter und dann Gio Amo, dann Haaland Ilo und ja, dann Pader Shorty. Platz 1 Amen, Platz 2 Gio, Platz 2, 3 die hier, Platz 4 Pader.
Stimme dir zu. Okay, passt. Ja, passt. Safe, genauso, safe. Ja, passt. Was sagt ihr aber? Wie fandet ihr den Song? 7,5 der Song. Ich sag, solider Song. Gebe ich eine solide 7. Abstimmung ist drin, 7, 7, 7. Mehr erwartet? Ja. Geht auf jeden Fall. War gut. Baba! Fala, ich hätte nicht gedacht, dass ihr beide harmoniert, ja? Also ich glaube, so meine Meinung, mein Pet. Boah, lass mal gleich ohne Pause einmal noch den Song von Elmen und Kauter hören. Persönlicher Favorite heute, um ehrlich zu sein, ja? Dankeschön. Was? Persönlicher Favorite heute. Das ist sein Favorite, okay. Ah, für mich Platz 3 heute. Um ehrlich zu sein, ja? Dankeschön. Weiß nicht, ich glaube nicht, dass das mein Favorite war, weil der Song ist gut, er ist rund, nervt nicht, wie OG gesagt hat, so, kann man überall gut hören, aber ich hätte ein bisschen mehr von euch erwartet, irgendwie ein paar mehr Highlights oder so, weißt du, ich meine, der Song war... Okay, warte, Abstimmung vom Chat sagt, Eamon Kauter, 73%, waren die besten, Gio Amo, 18%, die waren die besten, Elo Haaland, 9%, Pada Shorty, 0%. Super solide, aber ein bisschen Kontrast, ein bisschen Höhen und Tiefen hat man noch gefehlt, was ich meine. So. Ich kann dazu gar nichts ergänzen, ich schließe mich dem Bruder an. Ja. Und so ist es uns. Wir werden uns jetzt besprechen und euch in 5 Minuten das Ergebnis mitteilen, wer es von euch geschafft hat und wer es leider nicht geschafft hat. Dankeschön. Junge, können wir kurz mal darüber reden, dass Haaland auseinandergenommen wird? Wie so eine Zitrone wird er gerade gepresst. Der hatte jetzt in der ersten Folge seinen Auftritt. Dann hatte der heute seine Challenge. Heute nochmal seinen Auftritt. Der Junge. Egal. An alle, die aufgetreten sind. Aber ja, perfekt gesagt. Finde. Auch war schon solide. Trotzdem, für mich war das auch der schlechte Song heute so. Ich finde auch, Eamon und Kauter haben den besten Song abgeliefert. Ja. Pada und Shorty, finde, die haben dann den zweiten Platz mit dem Song belegt. Ja, gut. Was? Steht fest, Jungs. Bruder, was? Er sagt, die waren die zweiten. Kann ich nicht unterschreiben. Dann gehen wir rein. Let's go. Oh mein Gott, ich habe so Angst, ne? Jetzt habe ich Angst wegen seiner Aussage. Jetzt kann alles passieren. Also, zuallererst einmal will ich sagen, Alter, ihr seid alle echt stark gewesen heute. Aber ich komme jetzt erstmal zu dem Song, der mir am meisten gefallen hat. Ich musste mich entscheiden zwischen Amo und Gio und Eamon und Kauter. Ja. Für mich war der krasseste Song heute Eamon und Kauter. Ja. Das war ein sehr, sehr schöner Song. Wie soll ich sagen? Ich habe mitbekommen, dass eine Challenge nicht eingehalten wurde von Pada und Shorty. Und dazu kommt auch noch, dass mir der Song nicht so ganz gefallen hat. Ja. War auch ein bisschen mehr Pop als Rap, so finde ich. Und ja, man, das war dann halt heute die schlechteste Performance für mich, finde ich. Ja, für mich auch. Er hat genau die Platzierung, die ich auch hatte. Aber warum? Warum hatten die denn keinen Song? Also warum hatten die denn keinen Text? Wenn OG gute Worte safe. Aber warum gehst du denn in die Villa? Du musst doch 10 Texte vorbereiten. So. Ich check das bisschen nicht. Trotzdem. Waren die so unvorbereitet? Was? Heute die schlechteste Performance für mich, finde ich. Aber trotzdem. Ich weiß auch nicht so. Ich glaube, die hatten einfach nur Parts und keine richtigen Songs, okay. So richtig, was ich sagen soll, weil das alles krasse Songs sind und ihr seid alles krasse Künstler. Leider müssen wir 2 Leute jetzt nach Hause schicken heute. Für mich war auch am stärksten Kauter und Eamon. Dann würde ich sogar mit Pada und Shorty gehen.
Nur weil du mitgeschrieben hast. Spaß, ist seine Meinung. Kauze und Eamon. Das ist crazy. Dann würde ich sogar mit Pada und Shorty gehen. Gio denkt sich so, ich greif den gleich an, was sagt er da? Ja, ich wüsste nicht. Also wenn ich jetzt alleine in der Jury wäre, wüsste ich nicht, Bruder. Ich würde einfach die Schnauze halten, gar nicht sagen so. Warum haben wir uns gerade zu... Oh mein Gott, gut, dass er nicht alleine in dieser Jury ist. Bitte, Sammy, du musst es jetzt machen. ...beraten. Und es waren verschiedene Meinungen. Es war nicht klar. Aber der Erste, der uns jetzt hier verlassen wird, ist Eamon und Kauter. Ihr dürft zurück in die Villa. Ihr habt es geschafft. Oder warum muss er das so wie Dieter Bohlen? Als dann Eamon und mein Name gefallen ist, weil ich dachte so, oha, ihr Verräter. Du kommst zwar weiter, aber neben dir jemand seinen Traum platzt, was der gehasselt hat und so, weißt du? Der hat uns alle hops genommen. Es ist hart, aber es ist halt so. Selbst hier waren wir uns nicht sicher. Wir hatten alle drei andere Meinungen. Doch schlussendlich haben wir uns dann geeinigt. Komm, sag Amo Gio, sag Amo Gio. Auch flauschig. Euch mitteilen, dass Ilo und Haaland auch in die Villa dürfen. Okay. Okay. Amo denkt sich so, ey Gio, Alter, ist das deren Ernst? Vor mir stehen jetzt vier Künstler. Hab Angst, nein, kann Gio, nicht. Amo, die, nein, Shorty nein. Pada. Es ist mit klar. Mit der größten Entwicklung von ganz Rap La Rue. Keiner, ihr belegt den ersten Platz, was die Entwicklung angeht. Ihr kamt als rohe Diamanten. Ihr habt eure Talente mitgebracht. Und mit der Zeit, das ist nur euch zu verdanken. Ihr habt euch so gedrillt dazu. Und ihr habt es wirklich geschafft, Stars zu werden. Jeder einzelne von euch ist ein Star. Ja. Jeder einzelne von euch hat naja. Höhepunkte. Und jeder einzelne von euch hatte Punkte, an denen es ihm vielleicht nicht so gut ging. Bei der Entscheidung von euch war ich zum Beispiel anderer Meinung als Abaya. Stimmt. Er fand ja, Abaya fand Shorty und Pada besser als Amo und Gio. Heißt, Sammy fand Amo und Gio besser. Oh mein Gott, dann hat OG entschieden. Zum Glück sind wir eine Jury. Mit OG, Abaya und mir. Und es fällt mir jetzt sehr schwer... Warte, dann hat er mich schon gespoilert. OG hatte meine Reihenfolge. Ja, weil ich eigentlich... Digga, ich weiß es. ...was anders vorgestellt habe. Weil ich aufgepasst habe. Aber Pada und Shorty... Ihr dürft in die Villa. Ich habe Feuer. ...endet der Weg leider heute hier. Amo, Gio, ihr dürft in die Villa gehen. Schade, das ist krass. Das ist krass. Das ist sehr krass. Aber jeder Rauswurf, Chat, und ich weiß, jeder Rauswurf tut jetzt einfach nur noch weh. Weil einfach so selektiert wurde, aussortiert wurde, dass nur noch die Besten dastehen. Und es ist einfach so. Bruder, das war die richtige Entscheidung. So. Ich wünsche aber Pada und Shorty alles, alles Gute, falls ihr das Video hier seht. Liebe geht raus an euch beide. Es war halt wirklich die Beat-Auswahl. Sowas wie Sabado hätte nochmal alles umwerfen können. Ansonsten, Liebe geht raus.
Kommt bitte nach vorne ans Mikrofon. Ja, Leute, wenn es nach mir ginge, ihr wisst selber, also ich war derjenige, der auch für euch gestimmt hat. Ja. Aber zum Glück sind wir drei Leute und es kommt immer zu einem Ergebnis auf jeden Fall. Ein großer Punkt bei der Entscheidung war halt, dass ihr leider die Challenge nicht eingehalten habt, rechtzeitig. So, und normalerweise wäre es ja schon so, okay, wer bei der Challenge nicht antritt. Ja gut, Bro, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht der Grund gewesen. Waren schon die Songs. Fritz, der ist ja automatisch raus. Wir haben euch trotzdem noch Zeit gegeben, einen Song zu machen. Ich fand den Song auch nice. Ich auch. Wir alle. Ich fand den auch nice, auf jeden Fall. Ja, ja. OG lügt? Mehr Pop als ja. Hip-Hop-Richtung, das ja. fand ich so. OG muss lügen. Du weißt? Mhm. Und ich bin halt, mein Geschmack ist halt mehr, das ist halt Geschmackssache dann an dem Punkt. Wisst ihr, was ich meine? OG, größte Lüge. Ja, er musste. Allerdings muss man euch ehrlich was lassen. Ich glaube, Pada, du hast mit der dritten Runde die Runde deines Lebens gehabt, so. Ja. Du hast endlich, und das freut mich persönlich sehr, Leute auf dich aufmerksam gemacht, ja. Leute haben angefangen, den Pada zu verstehen, zu lieben, zu fühlen. Und du hast dir eine kleine Fanbase damit aufgebaut. Diplomatisch gesagt, er fand's nicht gut. Ja. Und das macht mich persönlich sehr glücklich. Weil ich weiß, wie lange du hustlst, wie lange du deine... Er hat 10 Minuten vorher gesagt, dass ihm der Song nicht gefallen hat. Liebe in die Musik reingesteckt hast. Und mich macht es glücklich, dass Leute dich jetzt anfangen zu hören und anfangen, auf den Film von Pada zu kommen. Dafür möchte ich dir einen Applaus geben, weil Ehre wem Ehre gebührt. Ja? Safe. So. Shorty, bei dir, du hast einen sehr schönen Schöne Worte Weg, von Sammy. Sehr steinigen Weg. Viele Leute haben immer an dir gezweifelt und ich war jemand, der immer an dir festgehalten hat, weil ich wusste, was du mit deiner Musik sagst. Und ich wusste, dass du viel Leid durchlebt hast in deinem Leben und dein Leid über die Musik sprechen lassen hast. So. Und das hat mich zu einem Fan von dir gemacht. Vielleicht haben andere Leute nicht verstanden, was du versucht hast zu tun, aber ich hab's verstanden. Ich hab verstanden, was Shorty macht und deshalb hast du von über 1000 Bewerbern es bis hier nach Marokko geschafft. So, ich hab gesehen, Leute... Und soll ich euch was sagen? Sammy auch am Lügen? Nein, Sammy ist nicht am Lügen. Sammy auf keinen Fall am Lügen, weil ich weiß noch, als er auf Bewerbungen reagiert hat, habe ich mit ihm darauf reagiert. Und ich kann noch mich daran erinnern, als Shorty dran war. Und bei ihm der Chat war so, oh, nee, nee, nee. Sogar bei mir stand dann so, und ich dachte mir, ey, warte mal. Bro, die kann das gut, die kann diesen Sound echt schon gut bedienen. Ich habe es damals UFO361 Sound genannt. Und Sammy hat das da erkannt und hat trotz als Digga, ich kann keinen Satz bilden. Alle haben gesagt, raus, 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 die darf nicht rein. Sammy hat sich trotzdem dagegen gestellt und hat gesagt, die muss weiter. Der hat wirklich an Shorty festgehalten. Verstehen mich. Ich bin auch sehr dankbar über Sammy, dass er immer hinter mir stand und immer noch steht und mir diese Chance hier geboten hat. Es war wirklich große Klasse. Als ich mich hier im Februar beworben habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich ein Jahr später hier... Sie ist auch gut auf Ernst. Sie kann den Sound, safe. Größten Respekt an dich. Sehr starke Ansprache. Ja, Leute, ihr wisst so, Rap LaRue ist natürlich eine Riesenhilfe, um seine Karriere in Gang zu bringen und Push zu bekommen und dass Leute über ihn reden und so. Aber viel wichtiger ist, ihr habt jetzt alle Voraussetzungen, ihr habt die besten Voraussetzungen, um da rauszugehen in die Welt. Euer Ding durchzuziehen. Okay, genau. Ihr habt die Erfahrungen gemacht. Sie ist einzigartig. Guck mal, das war auch der Aspekt. Ich weiß noch, warum Sammy sie zugelassen hat für Runde 1, weil sie einen Sound bedient hat in der Art und Weise von diesen. Ich habe mit ihm 500 Bewerber abgecheckt. Von diesen 500 Bewerbern waren wirklich 300 gleich. So, und sie war so wirklich, sie hatte diesen Sound, den wirklich kaum einer hatte. Darf ich noch was sagen? Und zwar, also, du meinst ja auch eben das Thema, so, was man mitgenommen hat. Ich bin genau der gleichen Meinung. Die dritte Runde war heftig. Ich habe so durch Ilo auch was erfahren. So. Der Style hat sich gewandelt, kam super an. Ich habe natürlich noch andere Seiten. Das heute, man hat natürlich geschaut. Den Minuspunkt, vollkommen zu Recht. Wir haben was länger gebraucht, mussten uns finden, hatten noch keinen fertigen Song, aber letztendlich. War eine geile Show, war super hier dabei zu sein. Dankeschön. Nur Liebe, ich habe viel mitgenommen und wie gesagt, es war gerade erst der Anfang und ich sag euch, da kommt noch einiges und ja, das wird auf jeden Fall wild. Yes. Jeder Anfang hat ein Ende
und ich habe sehr viel mitgenommen. Ich bin froh, hier dabei gewesen zu sein. Und jetzt geht's erst richtig los. Die Leute sind. Morgen Pader Icon 6 Bewerbung auf TikTok. Alle heiß, alle wissen. Du weißt, es ist Pader. Das ist die Einstellung. Bruder. Wir warten, Bruder. Wir warten. Okay. Alle Augen auf euch. Alle Augen auf euch. Bruder, die Musik. Richtig geil. Dankeschön, Leute. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. In der nächsten Folge. Ja, Tune, ich weiß, was du meinst. Okay, nächste so. Folge. Herzlich willkommen zu Tag 3. Und zu einer neuen Challenge. Der unsichtbare Gast. Boah, Upturn, Digga. Rap-Battle. Und dann noch Rap-Battle. Gegen Duke. Sammy, ruft den schwanzigen Mann einen Flug. Von Hamdi bis jetzt auch noch nicht. Villa-technisch hat er noch nicht performt. Mal gucken, was er macht. Nein, nein, aber warte, nein, guck mal, fairerweise, ne, ich fand persönlich... Ich hab geschwitzt, ich sag ehrlich, ich hab mies geschwitzt. Ich hab mies geschwitzt, weil das Problem war halt auch so, jeder von den Jungs ist irgendwie mein... Sonntag, 18 Uhr. Ninjago, jetzt auf Super RTL, okay? Ey, Chat, war eine richtig geile Folge, lasst uns nochmal den Song hören von Kauter Ayman, das machen wir aber nur noch dann auf Twitch. Deswegen für das YouTube-Video, hier setzen wir einen Cut rein. Kommt vorbei auf Twitch, wisst Bescheid, Chat. Liebe für den Support auch wieder hier. Das war's mit dem Video. War eine Top-Folge. Nächste Folge haben wir dann Rap-Battle am Start. Ich freue mich. Erste Challenge leider ein bisschen, ja, was heißt bisschen fehlgeschlagen, aber können die nichts dafür. Top-Idee gewesen. Zweite Challenge war brachial. Sehr, sehr geile Songs dabei. Und ja, richtige Entscheidung getroffen. Rap LaRue ist da. Geile Folge. Freue mich auf Folge 3. Das war's von mir. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.